Willkommen zurück zu Pikmin 2. Wir sind hier wieder in einem Erholungsgebiet. Okay, das heißt, der Dungeon geht noch ordentlich tiefer. Und das ist eine Frage. Soll ich mit 53 Pikmin hier aussteigen? Oder weitermachen? Oh, ich sehe, kann ich wieder welche Farben. Also welche Pikmin habe ich nie oft? Mag es euch, daran irgendwie zu nuckeln? Also. Ganz aufstellen ist kacke. Ich gehe mal in einen Ort, wo nichts ist. Wo ich nicht in irgendwelchen Nektar da reingehen könnte. Also, rot habe ich. 12 Mal, das ist viel zu wenig. Und gelbe 17 Mal. Das heißt, dass du unfähiger. Das heißt, ich muss rote fahren. Wenn ich rauskomme, jetzt 10 weitere. Also habe ich insgesamt plus 9. Ich würde sagen, dass es damit gar nicht so übel aussieht. Dann mache ich auch noch gelbe. Oder ich bin zu unfähig. Aber warte mal, da kamen nicht 10 raus. Vorhin waren es 61 und jetzt 69. Das heißt, es kamen 9 raus und 1 habe ich reingeworfen. Also kann man hier gut Pikmin fahren? Weiß nicht, ob ich da was tun soll. Ich weiß, was ich tue. Und wer einer nuckelt an diesem Nektar. Sehr gut. Das hätte ich nicht tun sollen. Also. Rote. Warte, was tut ihr da? Was tut ihr da? Ihr kommt mal weg. Oder geht zu Olimar. Und Louis kümmert sich um die Gelben. Nämlich der Rest werden Gelbe. Nein, das tut ihr nicht. Dann pflück mal ordentlich. Okay. Und dann mache ich mir hier auch noch. Nein, du kommst nicht mit. Du gehst mal dahin, aber auch nicht in die Schlucht. Auch noch mal lila Stück. Dann ist diese Blume auch hinüber. Dann kommt mal alle her. Ohne Nektar zu muckeln. Aber 10 Stück sind hier. Oh, du gefräßiges Ungeheuer. Sind ja noch 9. Ja. Jetzt können wir Nektar nuckeln. Was da? Oh, Fressing. Oh, hier kann ich den Klitsch ausnutzen. Das ist ultra bitter. Gucken, ob ich das hinkriege. Er hat's geschafft. Okay, dann. Die anderen und immer schön nuckeln. Immer schön nuckeln. Gönnt euch. Jetzt verdient. Mehr oder weniger.
Gibt es hier sonst noch irgendwelche? Ah, da hier ist nochmal so eine Beere. Beere. Dann tut euch kein Zwang an. Da ist noch einer. Dann würde ich sagen, verlassen wir es. Ja, hat ein paar Opfer gekostet. Aber das nehme ich hin. Ich hoffe einfach, dass es gut war. Jawohl. Hier haben wir noch etwas Zeit, also. Hier kommen mal alle raus. Kommen auch mit. Wie viel hab ich? Mal so, dass da 10 sind. Dann. So. Und so. Dann könnt ihr später arbeiten. Daran könnt ihr später arbeiten. Okay. Und dann können wir da wieder hin. Dann machst du da einen zweiten Versuch. Und ich nehme euch mit. Das ist der Grund, warum dieser Part etwas langweilig sein wird. Aber es muss auch gemacht werden. Aber am zweiten Mal werde ich ja durchaus weitaus weniger Opfer brauchen, weil ich einfach durchwaschen kann. Dann auf. Darf auch nicht zu schnell sein, ansonsten kommen manche Pikmin nicht hinterher. Und dann betrete ich mit der Höhle mit ein paar wichtigen Helfern weniger. Oder ich muss sie wieder holen. Und auf beides habe ich keinen Bock. Okay, wir haben 100 von 100. Auf geht's. Jetzt zeige ich euch, warum ich jetzt so ganz einfach durchwaschen kann. Keiner folgt mir. Suchen, wo hier der Ausgang ist. Okay. Jetzt einfach da hingehen. Ganz einfach hingehen. Ohne von diesem Mistkerl erwischt zu werden. Ich meine, ich habe hier nichts zu erledigen. Ich habe hier alles. Und die Pikmin folgen mir auch automatisch. Ohne dass sie die Gegner durchkämpfen müssen. Gucken. Okay. Ich setze keine Bombe auf meine Pikmin. Und vordringen. So kann man da eigentlich ganz einfach durch die Dungeons so schwaschen, aber man kriegt halt davon keine Schätze. Und das ist der Sinn, warum man in diese Dungeons reingeht. Man will ja nicht Schätze. Aber weil ich ja 100% mache, will ich sowieso alle Schätze. Das ist angenehm. Da einfach durch. Es geht in späteren Sublevels auch nicht. Da ist dann noch vor diesem Ausgang-Ding noch so eine Mauer. Und Pikmin müssen die aufpassen, das musst du dann trotzdem noch durchkämpfen. Und hier sind wir schon im Erholungsgebiet. Eigentlich hätte ich gar keine Weißen mitnehmen brauchen, weil es sowieso welche gibt. Naja. 36? Ich habe weitaus mehr Rote. Darum werden jetzt nur Rote reingeworfen. Und hier auch nochmal. Und dann wird die Chance nutzen, weiße und schwarze lila Pikmin zu farmen, wenn man schon die Gelegenheit dafür hat. Und der Dungeon würde ich auch sehr empfehlen, wenn ihr farmen wollt. Dann habe ich 36 davon. 44 davon, okay, dann kommen auch noch ein paar rote.
Kommt mal alle her. Oh, Ulima schafft es nicht zu pflücken, weil er in der Kante hängen bleibt. 90, okay, 100. Dann hier auf zu den Eiern. Der ganze Part besteht nur daraus, hier beim Erholungsgebiet zu chillen. Oh, ist da was Rotes? Okay, hätte ich Glück anstellen können. Ich hätte noch viel mehr Pikmin damit befruchten können. Und wir hätten auch keine von denen, okay. Dann Tutorial, aber das wisst ihr ja schon. Das funktioniert genauso wie alles andere. Ah, da habe ich es nicht geschafft, rechtzeitig zu drücken. Dann kommt nur eine Beere raus. Wenn ich es geschafft hätte, kämen da zwei raus. Und jetzt so geht's weiter. Hier, oder? Genau. Hier geht's weiter. 11 Minuten und noch nichts erreicht. Auserholungsgebiet. Niemand folgt hier, vor allem hier nicht. Und dann kann ich euch nochmal hier zeigen, wenn da die Bomben runterfallen. Seht ihr, wie die spawnt? Muss ich hin hier. Seht ihr, wie die spawnt? Gleich. Direkt über mir. Jetzt warum auch immer nicht. Doch. Die spawnen in der Luft. Ich find's witzig. Jetzt habe ich es auch im Let's Play so gezeigt, dass man es auch deutlich sehen konnte. Was sehr böses, da will ich lieber schnell durch und weg hier. Man kann schon überprüfen, ob ich wirklich alles gefunden habe. Ich wüsste jetzt nicht, wieso nicht. Ist so ein Villa. Ding, da sollte man, bei diesem Sublevel sollte man immer alle mitnehmen. Weil da dieser aktive Ding ist. So, du killst keinen, du killst keinen. Geht's raus? Ey, aber hier ist gar kein Weg. Das machen wir nochmal. Oh, meine Stoppuhr ist abgeschüttet, jetzt kann ich gar nicht wissen. Ja, ich habe noch eine Stoppuhr. Jetzt kann ich gar nicht wissen, ob die Aufnahme synchron oder asynchron ist. Jetzt muss ich auf meinen PC vertrauen, dass die Aufnahme synchron ist, weil irgendwie der Tab abgestürzt ist. Verdammt. Dann nochmal und diesmal bitte ohne, dass die irgendwelche gekillt werden. Ja. Vertraue darauf, dass ich diesmal Luck habe. Komm, bitte Luck. Wenn da jetzt irgendwelche sterben, dann habe ich einfach keinen Luck. Ich höre mir schon die Pikmin leiden. Wusste ich. Dann sollte man immer alle mitnehmen. Okay, ich muss jetzt auch nicht genau 100 Pikmin mitfügen. Wenn ich mindestens noch 90 Pikmin habe und keine Weißen gestorben sind, dann nehme ich es hin. Auch lame. Ja.
meiner Nähe. Aber natürlich muss ich jetzt diesen Assi da vorbei. Okay. Unnötiger Weg. Juhu. Kreischkröl Ausflip. Aber diesmal sieht's gut aus. Okay, hier ist das Ziel. Ich hoffe, dass ich keine zurücklasse. Okay. Geschafft. Oh nein, er könnte lenken. Ich muss die Aufnahme beenden, weil er lenken könnte. Wohl, wenn jetzt hier asynchron wird, dann auch nicht. Weil ich einfach absolut nichts erreicht habe. Und das muss ich so laut sagen. Ich habe in diesem Part absolut nichts erreicht. Ich nenne die Aufnahme deswegen sinnloser Pikmin-Folge. Ja, dann werde ich eine zweite hochladen, also. Okay. Tut nix. Dann pflück mal ordentlich. Ohne dass ihr irgendwelche Nektar-Tropfen inhaliert. Okay, 26. Aber auch noch eine Blume. Also eine pinke. Lila. Du, ihr beiden Assis. Ihr seid solche Assis. Nein! Nein! Okay. Dann alle her, alle her. Och, ihr seid solche Futzköpfe. Ich hasse euch. Da werde ich böse. Man spielt nicht mit Betrügereien. Ich habe euch nicht gesagt, dass ihr es aufbauen sollt, aber auch okay. Ich glaube, die meisten sollten jetzt an Nektar gesüffelt haben, aber es sind auch ein paar ohne. Lol, Lack. Ist schon jeder. Lol. Scheinbar ist jetzt jeder ein Platt-Pikmin. Mal gucken, ob ich den Glitch schaffe. Geschafft. Den habe ich übrigens von einem Speedrunner geklaut. Ja, ich will tiefer. Nicht raus, ich will tiefer. Aber das seht ihr im nächsten Part. Weil die Aufnahme asynchron sein könnte. Ansonsten hätte ich es noch dran gegangen. Das dürft ihr meinen scheiß PC verdanken. Okay, wie schon mal, dass es letzter Level ist. So viel habe ich schon gespoilert. Und der Rest ist im nächsten Part. Ciao, Leute.